الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أترجم هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل. Alles hochgebet Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heilen und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass Allah ein einziger Gott ist und dass er der einzig wahre Gott ist. Er ist derjenige, der gemäß seiner Weisheit alles in diesem Universum reguliert. Er ist derjenige, der alles mit seiner Macht bestimmt. Er hat subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass der Aufenthaltsort der gottesfürchtigen Menschen sein Paradiesgarten sein wird. Und er hat bestimmt, dass diejenigen, die sich von seiner Botschaft abwenden, und er hat bestimmt, dass der Aufenthaltsort für die ungläubigen Menschen sein Höllenfeuer sein wird und sein Zorn. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, alles Lob gebührt ihm, für alles, was er uns an Gutem gegeben hat. Ich bezeuge ebenso, dass Muhammad, der Gesandte Allahs ist, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der zu allem Gutem aufgerufen hat und der zu der Scharia von Muhammad, vom Islam aufgerufen hat, sallallahu alaihi. Möge Allah ihn segnen und möge Allah ebenfalls diejenigen segnen, die in seine Fußstapfen treten. Liebe Geschwister, noch gestern haben wir die Glückwünsche entgegengenommen für den Beginn des Monats Ramadan. Und heute verabschieden wir uns von diesem Monat mit höchster Trauer, diesem Monat, in dem wir viel gebetet haben, mehr als sonst, in dem wir mehr Koran gelesen haben als sonst, der Monat, in dem die Sünden vergeben werden, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die Blöße der Menschen, ihre Fehler verdeckt, und der Monat, liebe Geschwister, in dem derjenige gewonnen hat, der in ihn aufrichtig gefastet und gebetet hat, daran glaubend und auf die Belohnung Allahs hoffend, und verloren hat derjenige, der sich von diesen Dingen abgewandt hat. Liebe Geschwister, wem von uns heute darf man gratulieren, weil er diesen großen Sieg errungen hat, dass seine Sünden vergeben worden sind? Und wem von uns darf man sein Beileid ausdrücken, weil er diesen großen Sieg verpasst hat? Lieber Bruder, liebe Schwester, Diener Allahs, denke heute nicht nur daran, wie schnell Ramadan vorbei ist, sondern denke auch daran, wie schnell die Jahre vorbeigehen, und denke auch daran, wie schnell deine Lebenszeit ebenfalls vorbeigehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim: يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Allah ist es, der die Nacht in den Tag übergehen lässt. Wahrlich, darin sind Zeichen für diejenigen Menschen, die nachdenken. Liebe Geschwister, das Leben ist eine einzige Chance, die man bekommt. Kein Menschen wird sein Leben zweimal gegeben werden. Und deswegen sagte Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu: Ich bereue nichts so stark wie ein Tag, der vergeht, an dem meine Lebenszeit geringer wird, ich aber trotzdem nichts Gutes vorausgeschickt habe. Diener Allahs, der Ramadan, liebe Geschwister, er ist wie eine Schule, in der man seinen Iman stärken kann. Und er ist, liebe Geschwister, die beste Möglichkeit, wie eine Plattform, von der aus man starten kann für die restlichen Monate des Jahres. Indem man so weitermacht, indem es einen Monat, lieber Bruder, liebe Schwester, indem du deinen Iman tanken kannst, sodass er für ein ganzes Jahr lang ausreicht. Lieber Bruder und liebe Schwester, lieber gesegneter Bruder, liebe gesegnete Schwester, wir alle haben gesehen, wie du im Monat Ramadan dich besonders häufig Allah zugewandt hast. Und wir haben gesehen, wie du in diesem Monat deine Sünden bereut hast und wie du nach der Barmherzigkeit Allahs gestrebt bist und wie du Allahs Zorn und Strafe gefürchtet hast. Und wir haben gesehen, wie du, lieber Bruder und liebe Schwester, darauf geachtet hast, deine Gebete einzuhalten. Und ganz besonders haben wir gesehen, wie viele Männer es geschafft haben, nicht nur am Freitagsgebet zu erscheinen, sondern zu den anderen Pflichtgebeten ebenfalls. Und wir haben gesehen, wie viele Brüder und Schwestern
eigentlich die Zeit haben und die Möglichkeit haben, an Sitzungen teilzunehmen, in denen das Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam weitergegeben wird. Und wir haben gesehen, wie viele Geschwister, alhamdulillah, auch Ratschläge angenommen haben von anderen Menschen in diesem edlen Monat, weil sie ihr Herz von Allah subhanahu wa ta'ala geöffnet bekommen haben. Wir haben ebenfalls gesehen, lieber Bruder, liebe Schwester, wie viel Koran du gelesen hast in der Nacht, am Tag, wie du dich in die Moschee zurückgezogen hast, wie du es geschafft hast, deine Zeit zu opfern für Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben gesehen, wie unterwürfig du warst und bescheiden und wie sehr du deiner eigenen Gemeinschaft nützlich sein kannst. Deswegen bitte doch Allah subhanahu wa ta'ala darum, und ebenfalls wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er dich festigt auf diesem Weg, sodass du insha'Allah weitermachst von der Stelle, wo du jetzt heute aufgehört hast. Man sagte zu einem der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, man sagte zu ihm, es gibt Leute, sie beten im Monat Ramadan und sie strengen sich im Monat Ramadan besonders an. Daraufhin sagte er als Antwort, was für ein übles Volk das ist. Sie kennen Allah subhanahu wa ta'ala nur im Monat Ramadan. Der rechtschaffene Mensch ist derjenige, der sich sowohl im Ramadan als auch außerhalb des Monats Ramadans Mühe gibt. Und einem anderen Gelehrten hat man gefragt, was ist denn besser, der Monat Rajab oder der Scha'ban, der siebte Monat oder der achte Monat? Daraufhin sagte er, hör mal zu, du sollst ein Gottesmann sein das ganze Jahr über und nicht nur in einem Monat wie Scha'ban. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war so von der Art, dass er regelmäßig Gutes gemacht hat. Aisha radiallahu anha wurde gefragt, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an manchen Tagen etwas Besonderes gemacht? Und sie sagte als Antwort, nein, seine Fahrten waren regelmäßig. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, lass dich nicht beeindrucken und lass dich nicht ablenken von den Äußerlichkeiten dieses weltlichen Lebens. Denn du weißt nicht, wie sehr nahe der Tod an dich herangerückt ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall, spricht ihm im Koran an und sagt zu ihm, dass er seinem Herrn dienen soll, bis die Gewissheit zu ihm gekommen ist. Und deswegen, die Taten des gläubigen Menschen, sie hören nicht auf, sondern die Taten des gläubigen Menschen hören erst auf, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn der Sohn Adams gestorben ist, dann sind seine Taten abgeschnitten, außer von dreierlei Hinsicht. Das bedeutet, vorher sind seine Taten nicht abgeschnitten, es geht immer weiter. Entweder wird das Konto deiner Hasanat aufgefüllt oder die Waagschale deiner Sayyiat, deiner schlechten Taten. Liebe Bruder und liebe Schwester, das Wichtigste ist die Beständigkeit, die Festigkeit, dass man aufrichtig bleibt, am Ball bleibt, wie man vorher gewesen ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er einmal jemandem eine Nasiha gegeben hat, einen Ratschlag gegeben hat, hat er gesagt, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Das heißt, sprich, ich glaube an Allah und danach verhalte dich aufrecht. Danach verhalte dich recht, nicht mal links und mal rechts und mal vom Weg abkommen und mal am Weg bleiben, sondern bleib auf diesem geraden Weg. Das ist das, was man im Arabischen als Istiqama bezeichnet. Der Monat Ramadan ist zwar vorbei, aber dennoch gibt es die Möglichkeiten weiter zu fasten, wie die ersten sechs Tage von Shawwal oder die sechs Tage von Shawwal allgemein, die ab morgen inshallah beginnen, hat man den ganzen Monat dafür Zeit. Ebenso das Nachtgebet, das du dich daran gewöhnt hast, alhamdulillah. Jede Nacht in der Moschee warst du, lieber Bruder, hast eine Stunde mitgebetet oder sogar noch mehr. Allah sagte im Koran al-Karim, die gläubigen Menschen beschreibend, sie pflegten in der Nacht nur wenig zu schlafen. Und auch, liebe Geschwister, wenn die Sadaqat al-Fitr nur im Monat Ramadan gesetzlich ist, so ist die Möglichkeit zu spenden immer gegeben und nicht nur in einem bestimmten Phasen des Jahres. Das Lesen des Koran, die uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen haben sicherlich den Koran nicht nur im Regal gehabt und einmal im Jahr rausgenommen und entstaubt und ein bisschen darin gelesen, und um zu sagen, ich habe ihn gelesen, sondern sie haben das ganze Jahr über regelmäßig täglich etwas davon vorgetragen, liebe Geschwister. Die rechtschaffenen Taten sind zu jeder Zeit erwünscht. Und deswegen gib dir Mühe, lieber Bruder, liebe Schwester. Und ganz besonders, wenn du es nicht schaffen kannst, freiwillig Gutes zu machen, dann
ist von dir zumindest verlangt, dass du deine Pflichten erfüllst, dass du deine Gebete einhältst zu den vorgeschriebenen, festgesetzten Zeiten im Koran al-Karim und dass du den verbotenen Dingen auf den Weg gehst, egal ob es ums Essen geht oder ums Trinken geht oder um das geht, was man sich anschaut oder das geht, was man sich anhört. Das ist mit Aufrichtigkeit gemeint, dass man, wenn man gesagt hat, ich bin Muslim, dass man auf dem geraden Weg bleibt und nicht einmal nach links einen Schritt macht und einmal nach rechts einen Schritt macht. Liebe Geschwister, zu den Anzeichen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine gute Tat angenommen hat, gehört, dass man besser wird. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns im Koran klar, dass derjenige Mensch, der Allah gegenüber dankbar ist, er ist derjenige Mensch, dem Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr geben wird. Allah sagte, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Das heißt sinngemäß, dass dein Herr bestimmt hat, wenn jemand dankbar ist, und Dankbarkeit zeigt sich natürlich durch die Zunge, durch die Tat, durch das Herz, durch alles. Und dadurch, dass man die Zeiten, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Tore seiner Barmherzigkeit öffnet, besonders ausnutzt. Liebe Geschwister, Allah verspricht demjenigen, der dankbar ist, noch mehr zu geben an rechtschaffenen Taten, an Iman. Und deswegen haben wir gesagt, ist ein Zeichen für dich, dass der Monat Ramadan gut für dich vergangen ist, ausgegangen ist, dass du nach diesem Monat weitermachst und weiter an den guten Taten festhältst, an denen du begonnen hast. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala bei seinen Namen und bei seinen Eigenschaften und bei seinen schönsten Namen darum, dass er uns, liebe Brüder und liebe Schwestern, auf dem Weg festigt, den wir inshallah, den guten Weg, den wir in diesem Monat eingeschlagen haben. Er ist derjenige, der allvergebend ist, deswegen bitten wir ihn um die Vergebung aller unserer Sünden, sowohl die vorausgegangenen als auch diejenigen, die wir noch nicht begangen haben. Und ich bitte, lieber Bruder und liebe Schwester, erinnere dich daran, dass lieber Bruder, liebe Schwester, sei eifrig dahinter, diese guten Taten, die du begonnen hast, nicht zu vergessen. Und am heutigen Eid-Tag, lieber Bruder, liebe Schwester, du sollst dich irgendwo aufhalten zwischen Angst und Hoffnung. Angst sollst du haben, dass deine Taten nicht angenommen worden sind, dass du diesen Monat verschwendet hast, und Hoffnung sollst du haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir deinen Monat Ramadan akzeptiert hat. Lieber Bruder, liebe Schwester, es gab mal einen Mann, der hieß Wuhayb ibn al-Warq. Er ist ein Gelehrter des 2. Jahrhunderts, gestorben 153. Er ist ein Tabi'i und er hat auch Aisha radiallahu anha getroffen. Er sagte, er kam einmal an Leuten vorbei, die am Eidtag gespielt haben. Und dann hat er gesagt, Subhanallah, höchst seltsam seid ihr. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala euer Fasten angenommen hat, so ist das, was ihr macht, nicht die Art, wie man Allah dafür danken sollte. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eure Taten nicht angenommen hat, dann ist das nicht die Art, wie man sich vor Allah fürchten sollte. Liebe Geschwister, das sage ich nicht, dass man nicht am Eidtag sich freuen darf und spielen darf, sondern es geht darum, dass manche Menschen, möge Allah uns davor bewahren, gerade am Eidtag Sünden begehen, die sie an anderen Tagen nicht begehen. Allah subhanahu wa ta'ala ordnet uns an, im Koran al-Karim den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam auszusprechen. Deswegen sagen wir auch, Allahumma salli wa sallim wa barik, wa sallim wa barik ala rahmatil muhdah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam segnen, dieses Geschenk, das er uns gegeben hat, diese Barmherzigkeit, die er zu uns gesandt hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dafür sorgen, dass dieser Monat Ramadan nicht der letzte Monat Ramadan gewesen ist, den wir erlebt haben, sondern dass wir den Monat Ramadan inshallah in den kommenden Jahren wieder erleben dürfen, in einem besseren Zustand, als in dem wir uns befinden, und wenn es unserer Umma auch viel besser geht, als es ihr heutzutage geht, und dass wir, liebe Geschwister, uns, wie gesagt, auf einen besseren Zustand, in einem besseren Zustand befinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und euch annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa kullu amin wa antum bi khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euren Eidtag segnen und von euch eure Taten annehmen. Wa jazakumullahu khaira.